wenn wir jetzt über die digitale Generation sprechen, dann gibt es irgendwie so drei grundlegende Veränderungen, die für uns schon immer selbstverständlich waren. Nämlich erstens, jeder von uns konnte schon immer mit jedem Menschen auf der ganzen Welt Kontakt aufnehmen. Wir hatten schon immer Zugriff auf jede existierende Information. Alles, was uns interessiert hat, war nur jeweils ein Mausklick entfernt. Und drittens, jeder von uns konnte auch schon immer alles, was uns im Kopf herumgegeistert ist, problemlos einem weltweiten Publikum zugänglich machen. Also es gibt engagierte Schulen, die irgendwie Aktionstage durchführen, die extrem motiviertes Personal haben, die allen Hürden zum Trotz versuchen, einen Unterricht zu machen, der der aktuellen Lebensrealität entspricht. Schaut man allerdings in die Lehrpläne hinein, dann hat sich in keinem Bundesland irgendwas getan hinsichtlich Medienkompetenz, dass das durchgehend irgendwie Teil der ganzen Veranstaltung ist. Da hat sich in keinem Bundesland getan, irgendwie sowas wie Programmieren reinzukriegen oder einfach ein Grundverständnis dafür zu kriegen, naja, wie denken eigentlich Computer oder Maschinen? Noch schlimmer sieht es in den Berufsausbildungen aus. Wir haben in Deutschland ungefähr 350 Ausbildungsberufe. Weniger als die Hälfte der Ausbildungsberufe wurde in den letzten 10 Jahren hinsichtlich ihrer Lehrinhalte aktualisiert. Ich glaube auch nicht daran, dass es in 50 Jahren für niemanden mehr irgendwas zu tun gibt. Aber wenn man so diese ökonomischen Aufsätze, die momentan in einer Reihe publiziert werden, wenn man sich diese so zu Gemüte führt, dann liest man da schon so Zahlen, dass in 5 bis 10 Jahren 40 bis 60% der Tätigkeiten ganz anders sein werden. Dass ganz viele Tätigkeiten wegfallen, dass ganz viele neue Tätigkeiten entstehen, dass sich ganz viele Tätigkeiten verändern. 40 bis 60% der Tätigkeiten in 5 bis 10 Jahren. Wir befinden uns momentan in einer Zeit, in der technologische Veränderung so gleichzeitig, so schnell, so komplex und so weitreichend stattfindet, wie niemals in unserer Menschheitsgeschichte zuvor. Wir haben noch nie eine Zeit erlebt, in der in so vielen Bereichen so viel Veränderung gleichzeitig stattgefunden hat und in der einfach so viel, so schnell, so Komplexes passiert ist. Und ich meine, das ist ja schon eigentlich Anlass genug, sich mal zu fragen, sind eigentlich diese ganzen ökonomischen Grundannahmen, auf denen Unternehmen so ihre Arbeit aufbauen, haben die eigentlich überhaupt noch irgendwas mit der Realität zu tun? Und jetzt arbeite ich ja seit 2010, also seit über 8 Jahren, mit Unternehmen an deren digitalen Reife. Und wenn ich so zurückblicke auf die 450 Unternehmen, mit denen ich gearbeitet habe, dann schaut bei den meisten Unternehmen ihre Vorstellung von Digitalisierungsstrategie ungefähr so aus. Nämlich man hat vielleicht eine Marktforschungsabteilung oder auch einfach nur einen gesunden Menschenverstand und sieht, da draußen passiert irgendwas. Wir brauchen jetzt mal irgendeine Idee, dass wir hier mithalten können. Und mit dieser Idee werden wir dann schon, so wie die letzten 100 Jahre auch, da werden wir dann schon so unseren Erfolg haben. Ja, es sind dann solche Ideen wie, lassen wir doch mal das Top-Management die Krawatte ablegen, dann haben wir hier gleich eine Unternehmenskultur wie in einem Start-up. Oder hier, lass uns doch mal einen Kickertisch aufstellen und dann arbeiten wir jetzt alle gleich voll agil zusammen, oder? Unternehmen, die einfach für viel Geld sich mal eben eine Werbeagentur ins Haus bestellen und dann irgendwie so einen Film drehen lassen. Arbeite bei uns, wir sind innovativ, kreativ, teamfähig, belastbar, inspirierend, flexibel und so weiter. Und bevor wir uns das fertig angeschaut haben und bevor wir auf Bewerben geklickt haben, also kann man bei Ihnen überhaupt auf Bewerben klicken oder wollen Sie immer noch so Papierberge zugeschickt kriegen? Also bevor wir auf Bewerben geklickt haben, haben wir natürlich die Arbeitgeberbewertungsplattformen gecheckt und gesehen, naja, das ist ja alles hier heiße Luft, ohne Basis, was dieses Unternehmen uns da irgendwie über seine Digitalisierungsstrategie erzählt. Also überlegen wir uns mal, wie müsste diese Gleichung eigentlich aussehen, naja, damit sie halt tatsächlich irgendwas bringt, damit sie irgendwie der Realität aktuell entspricht. Und demnach brauchen wir nicht über neue Ideen nachdenken, sondern sollten uns überlegen, was sind eigentlich die neuen Anforderungen, die einfach die digitale Marktwirtschaft so mit sich bringen. Und diese neuen Anforderungen, ich habe versucht, sie auf möglichst kleine gemeinsame Nenner herunterzubrechen, sind zuallererst natürlich, da kommen wir jetzt nicht dran vorbei, alles, was sich automatisieren lässt, ist schon oder wird in absehbarer Zeit
automatisiert werden. So, Effizienz. Zweitens, wenn sich das technologische Potenzial alle 18 Monate verdoppelt, naja, dann ist plötzlich jedes Unternehmen damit konfrontiert, innovativ sein zu müssen, um überhaupt noch was mit der aktuellen Realität zu tun zu haben. So, da wird jedes scheinbar noch so analoge Unternehmen muss zum Technologieunternehmen werden, um da mithalten zu können. Und all das passiert in einer nie dagewesenen Veränderungsgeschwindigkeit. Also das heißt, Führungskräfte brauchen plötzlich ganz andere Fähigkeiten und Verhaltensweisen. Oder wie meine Generation ganz gern sagt, nicht wir arbeiten für unseren Chef, sondern unser Chef arbeitet für uns, damit wir unsere Arbeit ordentlich machen können. Er ist quasi unser Abgeordneter in der Unternehmenspolitik, der nicht die Einhaltung von sinnlosen Regeln überprüft, sondern sinnlose Regeln aus dem Weg räumt. So, es führt aber natürlich auch zu Veränderungen der Anforderungen bei Mitarbeitern. Ich meine, wenn wir jetzt alle mehr Wissen haben in unserem spezifischen Bereich als unser Chef, so dann muss sich jeder ja auch plötzlich ganz anders selber organisieren können, viel eigenverantwortlicher arbeiten können. Und das steht natürlich im engen Zusammenhang mit den Fragen nach den Rahmenbedingungen. Also zusammengefasst ist es halt eine Veränderung nicht nur der Struktur, sondern es ist eine Veränderung der Fähigkeiten, der Verhaltensweisen und letztendlich der gesamten Unternehmenskultur. Also so viel zum Thema, was sind eigentlich adäquate Rahmenbedingungen für eine Organisation, um den Anforderungen des digitalen Zeitalters in der Marktwirtschaft gerecht zu werden. Wir finden keine Sicherheit mehr irgendwie in Geld, Status, Macht, sondern diese Werte sind halt aufgrund der geschilderten Gegebenheiten wohl abgestürzt bei uns. Und wo sehen wir jetzt also quasi die Dinge, die uns irgendwie so ein bisschen Sicherheit im Berufsleben vermitteln? Also die internationalen Studien sagen sowas wie Purpose oder auf Deutsch eine Tätigkeit, die uns Spaß macht, eine sinnvolle Tätigkeit, wo wir sagen, auch wenn ich in 5 Jahren arbeitslos bin, kann ich zurückgucken, yo, waren geile 5 Jahre, war eine tolle Zeit. Oder Selbstverwirklichung, ständig neues Lernen, ständig neue Erfahrungen machen, nie sich langweilen, weil dann kann ich nach 5 Jahren zurückgucken und sagen, ja gut, jetzt gibt es zumindest mein Unternehmen nicht mehr, aber ich habe in den letzten 5 Jahren, wo sich ja alle 18 Monate das technologische Potenzial verdoppelt hat, also ich habe in den letzten 5 Jahren auch ständig Neues gelernt und bin heute auch noch anschlussfähig. Oder eben auch die Frage nach dem Arbeitsumfeld, nämlich natürlich sind wir digital ausgewachsen und erwarten dann, dass wir ein entsprechendes Umfeld vorfinden, in dem wir zeitgemäß quasi überhaupt unsere Aufgaben erledigen können. Wir geben in unseren 7-8 Stunden, die wir bei Ihnen dann sind, geben wir schon alles. Also viele zumindest von uns. Aber das sei auch gesagt, diese Generation ist auch keine homogene Masse, sondern es ist halt wie in jeder anderen Generation. Es gibt unterschiedliche Charaktere, gibt unterschiedliche sozioökonomische Hintergründe. So, das heißt, wir sind keine homogene Masse, unterschiedliche Charaktere gibt es auch bei uns. Ich glaube, abschließend bleibt vor allem festzuhalten, es verändert sich was momentan. Und zwar so massiv, so tiefgreifend und so schnell, wie nie in unserer Menschheitsgeschichte je zuvor. Und das liegt daran, vordergründig am digitalen Wandel. Unsere Generation ist auch geprägt vom demografischen und vom Wertewandel. Und das wirkt sich eben in der Art und Weise aus, wie wir aufgewachsen sind, wie wir ticken, wie wir denken, wie wir durchs Leben gehen, was wir als selbstverständlich annehmen, als erste digitale Generation. Das wirkt sich auch auf unser Konsumverhalten und letztendlich auch auf die Arbeit, mit welchen Bedürfnissen wir dem Arbeitsleben begegnen. Abschließend möchte ich Ihnen mitgeben, nicht nur es verändert sich was, sondern bei all dem, was sich momentan verändert, seid offen für diese Veränderungen, denn sie gehen nicht mehr weg. Lasst euch ein, denn die Veränderungen werden immer noch schneller. Baut Barrieren ab, nicht nur in den Köpfen, sondern auch eben in den Strukturen rechts und links in eurem Arbeitsalltag. Und das Allerwichtigste, und ich muss zugeben, auch mir fällt es manchmal ein bisschen schwer, aber das Allerwichtigste ist und bleibt, habt keine Angst. Vielen Dank.